Moinrü, Leudrü, ihr habt mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, heute zum neuen Video. Und ja, es ist das zweite Video vom heutigen Tage, denn wir haben big Informationen bekommen. Und die möchte ich jetzt mit euch zusammen durchgehen. Ich bitte euch, Bandai, macht so etwas nicht mehr. Das hat ein bisschen den ganzen Hype gekillt. Aber wir schauen uns jetzt ein kleines Video an, was Dokkan Battle released hat. Und ich sag's mal so, da wird das ein oder andere, ja, geleakt. Sagen wir es mal so, schauen uns das Ganze mal an und ja, gehen da mal rein. Halt mal an, pausieren und ich rede da ein bisschen drüber, was meine, ja, mein erster Eindruck ist von den Sachen. Und ja, springen wir am besten mal rein. Auf geht's. Ni hao, Samadies. Koto. Dokkan Now ist am 28. unserer Zeit, richtig. さて、早速ですが、本日はもうすぐ始まる全世界3億5000万ダウンロード突破キャンペーンのテーマと新キャラクターの紹介を行いたいと思います。もうすぐ始まる全世界3億5000万ダウンロード突破キャンペーンのテーマは 皆さんお気づきの方も多いかと思いますが、ドラゴンボールZのナメック星編となっております。そして、geile Saga. Ich habe Bock auf die Saga und ich habe auch Bock auf die Units. Ultra Giga Bock. Ich habe übrigens schon das gesehen, was jetzt gleich kommen wird, vorab gesagt. Lasst euch überraschen. どうぞ. Ella Full Power Freezy und Ella Super Saiyan Goku Samadies. Und zwar starten sie beide zum einen Super Saiyan und zum anderen in Full Power. Ist jetzt für mich persönlich nicht das Geilste, aber lasst uns überraschen. Ich hätte mir einen Final vom Freezer gewünscht, nicht direkt einen Full Power. Gut, was willst du machen? Dadurch leidet ein bisschen der STR Full Power Freezy. Aber den Goku, den finde ich geil. Der Goku sieht geil aus. Ich finde die Artworks geil. Ohne Spaß, die Artworks sind echt geil. Ohne Frage. Gehen wir weiter. Super Saiyajin Goku. Ja, und da haben wir dann auch schon die Banner geleakt bekommen. Was soll ich dazu sagen? Damit wissen wir dann auch schon, was die Sidebanner-Units sind. Damit wissen wir, mit was sie starten und so weiter und so fort. Ich kann kurz mal vorab sagen, ja, es ist ein Super Saiyan Goku und es ist ein Dual Dokkan Festival. Dazu kommt natürlich auch noch ein Full Power Freezy. Sidebanner-Unit für den Goku-Banner ist ein Piccolo. Sehr, sehr interessant. Also über den Piccolo von der Namek-Saga freue ich mich. Wir haben Buu Tanks im Banner. Wir haben LR Gohan im Banner. Insgesamt sind es, wie viele LRs stehen hier? Vier LRs sind hier drinne. Also zwei wissen wir, drei wissen wir sozusagen, einer fehlt uns noch. Welcher diese letzte ist, werden wir wahrscheinlich dann noch sehen, mal gucken. Einer fehlt uns noch quasi bei der Sache, vielleicht wird es einer von den Fusions sein. Mal schauen, da bin ich gespannt. Auf jeden Fall GT Goku und GT Vegeta ist damit drin, da freue ich mich sehr drauf. Und dann gehen wir zum Freezy Banner und schauen uns den mal an. Und da haben wir den Third Form Freezer, also den Dildo Freezer und Full Power Freezer natürlich, die zwei neuen Units. Der Dildo Freezer ist die Sidebanner-Unit. Wir haben Cell da drin, wir haben Super Vegito drin und GT Vegeta. Ich muss tatsächlich sagen, eigentlich gefällt mir der Freezer-Banner irgendwie besser. So gesehen, also der Freezer-Banner ist besser, bis auf GT Vegeta. Da hätte ich lieber GT Goku drin. Mal schauen, so wie es jetzt Standpunkt aussieht, freue ich mich mehr auf den Goku. Lass uns aber überraschen. Das ist nur so ein kleiner Eindruck. So ein bisschen was. Mehr Informationen kriegen wir nicht aus dem Video, aber schauen wir uns mal zu Ende einfach das Ganze an. Und sagt mir mal eure Meinung über die Banner. Wir wissen jetzt quasi, was es wird. Wie sehen die Banner aus? Beziehungsweise wir wissen die ersten 5 Units davon. Da gibt es noch 5 weitere Units, die mit reinkommen. Mal schauen, was da noch passiert. Das werden wir bei erstern genauer wissen zu dem Banner Drop am 28. Und die Informationen zu den Charakteren werden wir auch alles erst am 28. im Livestream erfahren oder halt im Data Download davor. Fragen wir uns, was sie sich dabei denken, wie sie es diesmal machen werden. Schauen wir zu Ende, Jungs und Mädels. Genau. Das habe ich vergessen. Beide haben ein Active Skill. Beide werden ein Active Skill haben. Über Revive und sowas wissen wir aber noch nichts. Der Active Skill kann dann aktiviert werden ab einer bestimmten, ja, Bedingung. Ganz wichtig auch, es sieht nicht danach aus, dass es Transformation-Charaktere sind.
Vielleicht beinhaltet der Active Skill eine Rage Womp für den Goku eventuell. Und für den Freezer, ja, für den Freezer gibt es eigentlich nicht mehr. Nach seinem abgeschnittenen Schwanz gibt es da eigentlich groß nichts mehr. Also an sich bin ich gespannt. Wie es aussieht, sind Standalone-Units vielversprechend. Standalone-Units sind immer sehr, sehr gut. Die haben nicht unnötige Link-Wechsel und sowas. Also ich bin gespannt. Ich bin schon hyped, so ist es nicht. Ich finde gut die Information, was wir jetzt so bekommen haben, aber ein bisschen früh. Hm. Bisschen arg früh. Muss man so sagen. Arigato, Koto. Genau. Die Information werden wir dann quasi am 28.08. am Samstag um 6 Uhr morgens sehen. Da beginnt der Livestream. Also ja, das werden wir uns zusammen anschauen. Ich freue mich sehr auf die Information und bin gespannt. Ich bin so gespannt auf die. Der Goku sieht so sexy aus. Ich habe so Bock auf den Goku. Der Freezer ist leider für mich Full Power. Ich bin nicht so ein Full Power Fan von Freezy. Mal gucken, wann sie noch in Final Form bringen. Final Form, Freezer hat sowas von einem LR oder einem Dokkenfest verdient. Da bin ich gespannt. Ja.週末のドッカンナウスペシャルでは本日ご紹介できなかった全世界3億5000万ダウンロード突破キャンペーンに関する最新情報を盛りだくさんでお届けしますので楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです全世界同時放送となるドッカンナウスペシャルはドッカンバトルの各種SNS および Ich denke, das war's. Bye bye, Dokkan Nuri Battle. Danke, Koto, für diese Information. Das war so quasi der kleine kurze Clip. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr darüber Bescheid, was kommen wird und wie die Units aussehen. Ich hoffe, ich habe euch genügend Input gegeben. Wir haben es gesehen, seid bei der Unit Piccolo und Third Form Freezy. Main Unit Super Saiyan Goku und Final Form Freezer. Standalone Units, die werden wahrscheinlich keine Transformation haben. Und was auch, ist die Frage. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Banner sehen vielversprechend aus mit GT, Goku und Vegeta drin. Da bin ich sehr, sehr hyped. Mal gucken, was noch passiert, was noch drin ist in Broly oder sowas. Oh, wird geil, wird geil. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Ich gehe jetzt schlafen. Ich bin ziemlich, ziemlich müde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Haut da rein.